Ah, Stabber-Bitch. Haha. Ist nicht so gefährlich angehört, wie ich dachte. Aber ich kann gefährlich auch nicht. Als Stabber-Bitch. Ich kann. Nee. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Willkommen zurück zu. Motherfucker mit einem Messer. Nee, willkommen zurück zu Waffelpost. Weiter in den Special Editions. Special Editions beinhalte ich jetzt auch mal, ne, mit der Prämisse, dass ich jetzt weniger schneide, gerade wenn es um diese Pakete geht. Weil ich kann da echt nicht so mega viel aufmachen, weil hier danach immer der übelste Use-Chaos ist. Und ich habe natürlich seit der letzten Folge schon die Sachen weggeräumt. Und die stehen nicht noch hier vor mir. Ja. Ohne lang zu fackeln, erstmal wichtige Worte am Anfang. Wir sind gerade in der Tube-Clash-Endphase. Link ist natürlich ganz oben in der Beschreibung wieder. Könnt ihr mal draufhauen, noch ein paar Mal spammen. Einfach die Views zählen da. Wenn ihr noch Bock habt für den Support, bis dato auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Ich hätte niemals gedacht, dass wir ansatzweise so hoch gerankt sind, gerade bei den Leuten, die da noch mitmachen. Aber ich mache natürlich auch mit am meisten Werbung. Ich Spasti. Aber dennoch, vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal bis dato. Link ist wie gesagt weiterhin in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal Däumelein nach hoch. Für der Waffelpost in den weiteren Special Editions mit heute Birkenstock Spezial, Alter. Ich wollte das Ding halt einfach nur nehmen, weil ich mir dachte, heute schickt mir bestimmt einer irgendwie Birkenstocks. Und ich würde es feiern. Ich fände es lustig. So, Leute, ich mache einfach mal. Ich habe Ratschläge der letzten Folge begutachtet. Und. Alles klar. Und habe jetzt ein Messer, weil ich dachte mir, kleines Messer, ne? Man ist ja auch ein Mann. Und das heißt immer, man muss ja auch schon zeigen, was man für ein Gerät hat. Ich schneide mich gleich, Alter. Ich schwöre es euch. Ich kann echt nicht so. Ich bin nicht so ein Messertyp. Ich gebe es auch immer wieder gerne zu. Oh, das geht durch wie Butter, ne? Als wäre es Butter. Warte, jetzt hier nochmal. Wenn es einmal richtig eintaucht in den Schlitz. Ja. Dann geht durch wie Butter, sag ich euch. Oh, der Hammer. Ich hab's, glaube ich, direkt. Wo ich schnell rausgepackt habe. Das ist übrigens von Solvay. Also Solveig. Ja. Okay. Ich schau mal rein. Oh mein Gott, warte, das könnte richtig cool werden. Okay, Briefe, wie gesagt, lesen wir bei den nicht zusammengeschnittenen Sachen mal danach durch. Zack, guck mal, mega geil. So, guck mal, das Waffel-Block-Logo, das, was ihr auch immer seht, wenn es hier vor hier vorkommt. Finde ich richtig cool. Dankeschön, das ist richtig fett, ey. Zack, und jetzt, warte, Moment. Oh Gott, Hilfe, nicht, dass du hier drauf gehst hier. Ach, guck mal, das kann man so da reinstecken. Sekunde, ich kann das, ich bin professionell in sowas, so zack. Und hier ist ein Kopf, aber der ist so falsch rum, ne? Der muss so. Guck mal. Waffelkopf. Und dann kann ich mir dann immer die Finger machen und kann dann immer sagen, so in der Stadt, so, jo, kennst du schon den hier? Und dann sagen die, was ist das? Und dann sage ich, und dann habe ich ganz schnell keine Freunde mehr. Und jetzt ist so das Coolste, was ich hier gesehen habe. Eine Waffelgitarre. Wie cool ist das denn? Ich feiere das gerade total. Der kriegt auf jeden Fall sein Plätzchen hier. Hier neben noch. Ich muss hier unbedingt mal, glaube ich, so ein Regale machen, wo ich die ganzen Sachen draufstelle. Also so kleinere Regale, die hier noch so rumgehen, fände ich richtig cool. Und dann kann man da immer so die Sachen reinstellen. Wisst ihr, was ich meine? Nicht? Ah, alles klar, gut. Vielen Dank auf jeden Fall, Solvay, ich habe irgendwie Angst, dass ich das alles komplett falsch ausgesprochen habe. Dankeschön dafür. Brief lese ich mir gleich noch durch und den Rest habe ich gesehen. Und hier steht. Das ist übertrieben schwer. Das ist von Victoria. Und warte, wie mache ich das am besten so? Hier steht extra drauf: Nicht mit Messer öffnen. Von daher. Gehen wir mal das Wagnis ein und ich mache nur ganz sachte, also so, dass ich es so ein bisschen aufkriege. Sekunde. Messer, Schere. Also ich schneide gerade nicht ins Paket. Also schön vom Paket weg hier.
Wie gesagt, Leute, ne, Vorbild und so, spielt niemals mit Messern. Okay, gut. Warte, die Seite auch nochmal schnell. Ach du Scheiße, ey, ich bin echt... Okay, gut, deswegen könnte ich niemals im Amazonas überleben. Obwohl, mit einer Machete kann ich umgehen. Habe ich gelernt früher in der Machetenschule. Von Don Macho. Ein ziemlicher Macho auch, lustigerweise. So, schauen wir mal hier. So durch. Schön weg. Auf der Spitzenseite. Oh Gott, wie perfekt ich da durchleite. Alles cool, alles cool, alles cool. Ich habe nichts getan, ich habe nichts getan. Zack, Henne. Warte. Oh Gott, ja, okay, gut, ganz sanft. Das kriegen wir so auf. Das kriegen wir so auf, perfekt. Oh. Made it. So. Zaggedy, zaggedy, zaggedy. I will put this there. Da ist so Hamstergras drin. Hoffentlich ist da kein Tier drin, Alter. Okay. Ich habe richtig Angst gerade, ne? Hier ist wirklich so dieses Hamstergras drin. Oh Gott, Leute, ey. Oh Gott, was ist da drin? Ich habe richtig Panik. Ein Energy Drink. Und was zu essen. Warum ist da so Hamstergras drin? Guck mal hier, warte. Hier, da, dieses... Das riecht auch richtig wie Hamstergras, das war das benannte Wort, das stimmt auch eigentlich nicht. Was ist das? Also hier ist auf jeden Fall ein Red Bull drin, sonst kann ich schon mal frühstücken gleich, dankeschön. Ein großes sogar. Okay, danke Victoria. Warum hast du da Hamstergras reingetan? Ich verstehe das nicht, ich habe Panik, dass da irgendein Tier drin ist. Oh Gott. Ich hab ein bisschen zitternde Stimme auch schon. So, warte, hier ist noch was. Okay. Da ist Hamstergras drin. Ich schwöre nicht. Ich schwöre, da drin ist noch ein Tier oder so. Alter. What the fuck? Okay, hier ist ganz viel süß. Süß. Kein Tier bis jetzt. Ich habe richtig Panik, Leute, ne? Ich kann es gar nicht. Jetzt muss ich echt mal die Sachen nach runterbringen. Weil sonst riecht meine ganze Wohnung so. Mach ich eh nicht. Meine ganze Wohnung riecht jetzt die nächsten Tage nach Hamstergras. Ah! Es ist echt so, als könnte jetzt gleich irgendwie so ein toter Hamster drin liegen. Ich habe echt ein bisschen Panik. Also da unten ist noch was. Das ist zum Lesen. Okay, warte, ich schau mal kurz, ob es dann in der Erklärung gibt. Die Zauberwaffe. Voll cool, dankeschön. Also übrigens, das hier ist das Fanart auch. Finde ich auch richtig cool. Das habe ich glaube ich auch gar nicht gezeigt wegen meiner ganzen Panik. Alles klar. Oh, guck mal hier, die ganzen Bilder noch. Schaut das hässlich? Nee. Ich guck mal kurz hier. Okay. Oh, voll süß. Dankeschön, Victoria, auf jeden Fall. Aber hier steht nichts zu dem. Oder Ray auch, okay. Nicht zu dem Ding. Das riecht echt. Okay, gut. Ich stelle das mal kurz weg. Dankeschön auf jeden Fall für die Fanarts. Und das ist auch super süß verziert gewesen. Danke. Ja. Ich weiß, oh Gott, ich muss das echt raus. Es riecht schon so krass hier drin. Ich habe mich selbst zum Lachen gebracht, alles cool. Ey. So, okay, dann machen wir mal kurz hier weiter und dann nehmen wir mal das letzte hier. Ist der überhaupt noch gültig? Ja, 31.03.2017. Der ist auf jeden Fall gut aufgepumpt, ey. Der wird auf jeden Fall gut entgegenspritzen. Aber warum ist das denn... Okay, gut, ich werde mir den auf jeden Fall gleich geben, weil ich muss noch aufnehmen. Danach, weil ich jetzt ein bisschen für morgen noch vorproduziere, dann ist es alles gerade ein bisschen stressiger. Was ist, von wem ist das denn hier? Das ist jetzt von Vivian. Vivian, okay, Vivian. I believe in you. I do this. Like a Polaroid picked hour. Okay. Das ist nicht mal so richtig zu. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alles geht nicht durch. Das ist voll starkes Klebeband. Okay, alles klar. Ihr seht das gerade nicht, das ist aber auch richtig. Nachher sieht man nämlich nur die ganzen Sachen. Oh Gott.
ich bin nicht gut in sowas, ich bin schrecklich in sowas. Leute, die immer so Angst haben, dass es passiert, die sitzen jetzt bestimmt auch schon mit den Händen verkreuzt vor ihrem Fernseher. Ah, okay, gut, das haben wir. So, gucken wir mal, ob wir hier mal rein können. Warte. Hier ist aber zu an der Seite. Ich sag's ja. Boah, war das gut. Ich hab richtig durchgeschnitten. Wie so ein Merlin. Ah, guck mal, deswegen. Okay, warte. Fingerskateboard. Wo unten Smurf-Mobil draufsteht. Richtig cool. Warte, da ist noch ein großer Brief. Okay. I said it before, I will read it later. Guck mal. Ich bin happy. Von Instagram steht da @vi.vien. Voll cool, oder? Ich sag ja, ich brauche hier definitiv noch so ein Regal oder so ein Regelchen, wo ich das alles probiere, so nach und nach draufzustellen, so viel es geht. Weil sonst liegen die Sachen irgendwie so halt im Zimmer verstreut immer. Das ist, weil ich will die halt nicht wegschmeißen. Also ich werde die auch auf keinen Fall wegschmeißen. Aber das ist dann halt so, ich muss unbedingt mal irgendwie damit klarkommen, wie ich die alle aufhänge oder irgendwo hin tue. Weil das ist halt schon super cool. Dankeschön, Vivian, auf jeden Fall. Ich lese mir das, wie gesagt, gleich durch. Wir sind jetzt auch schon wieder bei so 11 Minütchen. Leute, ich zeige euch jetzt erstmal meine Sicken. Wo habe ich denn das hingetan? Bin ich doof? Ah, dahinter, alles cool. Meine Sicken Skateboard-Skills. Jetzt hier. So, seid ihr bereit? Das habe ich nämlich früher in der Schule gemacht. Warte. Alles klar. Okay. Alles gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Tube Clash, wie gesagt, ist auch noch unten. Wir sind momentan in der heißen Phase. Ich glaube, das ist gerade unter meine Couch gerollt. Leute, das mit dem Messer überlege ich mir nochmal. Ich guck mal, ich habe irgendwo mal eine Schere gehabt in der Wohnung, ob ich die nochmal finde. Und dann, Dankeschön. Ach, mir gerade damit. ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Waffelpost. Ich habe noch ein ganzen Backenpaketchen. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, weiter in die Kommentare. Ich bin so fucking froh, dass da kein Tier drin war gerade, ne? Ich bin so fucking froh. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.